Dieses Auto wollte ich schon immer einmal fahren und letztes Jahr, also 2019, hat die Firma auch 70 Jahre Jubiläum gefeiert. Ich spreche von der Firma Abarth, die Tuning-Schmiede von Fiat. Ja, was AMG bei Mercedes ist, ist Abarth bei Fiat. Und wir stellen euch heute den Fiat 500 als Abarth vor, also Abarth 595 ist die richtige Bezeichnung. Und den dürfen wir euch in einer, ja, ich sag mal, besonderen Ausstattungslinie vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem Abarth 595. Wenn ihr keine Videos mehr hier aus dem schönen Schwarzwald verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Und wenn ihr dann noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr es auch gar nicht mehr, wenn wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den Abarth 595, der bei 19.990 Euro startet in der Ausstattungslinie 595, so heißt die. Das Ganze gibt es auch noch als Cabrio, dann heißt das Ganze 595C für Cabrio. Wir bleiben jetzt aber mal bei der geschlossenen Variante. Das startet tatsächlich eben bei 595. Es gibt dann noch die Ausstattungslinie Pista, es gibt Turismo, es gibt Competizione gibt's und dann kommt unsere Ausstattungslinie, die heißt SES. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann limitiert die 70 Jahre Edition. Die gibt es dann eben als höchste Ausstattungslinie derzeit. Und die ist aber, wie gesagt, limitiert. Wir dürfen euch heute SES vorstellen, auch da gibt es Besonderheiten, nicht nur optisch, sondern auch vom allgemeinen Fahrzeug her. Aber wir bleiben natürlich heute sehr neutral, denn wir bleiben heute, oder wir möchten euch ja den kompletten Abarth 595 vorstellen. Und wir starten wie immer hier an der Front. Ja, hier unten in diesem schwarzen Kunststoff, was man hier sieht, haben sie natürlich das Ganze noch mal ein bisschen sportlicher gezeichnet. Das sieht natürlich schon aggressiv aus und so kann man auch den Abarth so ein bisschen vom normalen unterscheiden, denn der sieht dann natürlich deutlich sportlicher aus. Und so kann man auch ein bisschen, ja, wenn man im Rückspiegel sieht, sagen, oh, da kommt kein normaler 500er Fiat. Wir haben hier auch Lufteinlässe und hier in diesem großen Lufteinlass steht dann auch nochmal Abarth. Wenn man jetzt davor steht, sieht man es nicht immer, weil das Kennzeichen im Weg ist. Ein Detail haben wir natürlich aber für euch. Was jetzt ein Merkmal schon mal bei unserem Modell ist, ist, dass hier die Spoilerlippe hier in weiß ist. Die kann man aber sich auch mit dem Carbon-Paket oder einzeln, wie man möchte, auch als Carbon-Lippe bestellen. Dann haben wir hier das Abarth-Logo mit dem Skorpion. Das ist das Markentier von Abarth. Und ja, haben hier die optionalen Xenon-Scheinwerfer. Da unten ist das Tagfahrlicht, das ist jetzt auch gerade an. Es wird aber sicherlich in LED kommen bei der nächsten Generation, denn es wurde ja gerade der 500er Elektro vorgestellt. Der hat schon LED und ich meine, der 500er X hat auch LED-Licht. Aber ich finde Xenon hier passend, weil der stammt ja auch schon vor dem Vorgänger, 2014. Und es bietet eine gute Reichweite. Ja. Design ist eine Geschmacksfrage. Ich finde den vom Design her wirklich cool. Also wollte den ja schon immer mal fahren und jetzt habe ich es mal gemacht. Ich teile auch gleich das Ganze mit euch. Schreibt es mal drunter, wie ihr das Design findet. Natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen warten, bis wir ganz hinten waren. Dann könnt ihr mal allgemein schreiben, was ihr zum Design sagt vom 595. Wir sprechen über die Seite und da gibt es jede Menge zu erzählen. Ich fange gleich mal hier vorne an. 16 Zoll startet es beim 595, bei uns sind es die 17 Zöller. Optional kann man dann sich die 17 Zöller noch dazu bestellen. Ich meine, Serie sind wie ich im weißen Design, also sie sind einfach weiß. Ich finde die natürlich attraktiver, das ist so ein Anthrazitgrau und steht dem Fahrzeug natürlich sehr gut. Dahinter sind die Brembo Bremsbacken in Rot gehalten. Auch da kann man aber noch mal farblich wählen. Die kann man auch in Gelb zum Beispiel wählen, in Grau, in Schwarz. Also Individualisierung ist sehr gut möglich bei diesem Fahrzeug. Man kann auch ein Sperrdifferential für dieses Fahrzeug ordern. Man hat hier in dem Fahrzeug ein Koni-Fahrwerk, was sich an die Straße anpasst. Also man bekommt wirklich viel. Über Preise sprechen wir beim Fazit. Die Spiegel kann man entweder wieder einzeln oder halt wieder in dem Carbon-Paket, da ist das alles enthalten, auch Carbon-Spiegelkappen bestellen. Aber auch die kann man wieder in anderen Farben, wenn man das möchte, bestellen, rot und so weiter. Gibt es auch so verschiedene Farbkits. Ja?
In unserem Fall seht ihr es, wir haben jetzt hier diese Beklebung mit Abarth, die ist in weiß gehalten und dann eben auch weiße Spiegel und so weiter. Das kann man aber auch noch in rot machen. Dann ist auch die Beklebung unten rot. Und solche Sachen kann man da eben machen und so hat jeder halt seinen eigenen Fiat, oder ich sag Fiat, jeder hat seinen eigenen Abarth 595. Und das finde ich schon wirklich cool, dass man da eben so viele Möglichkeiten hat. Ich persönlich hätte eindeutig das Carbon-Paket genommen. Da habt ihr, wie gesagt, die Spiegelkappen vorne, die Spoilerlippe im Innenraum. Auch diese Applikation ist in Carbon und das, finde ich, sieht dann wirklich toll aus. Noch was, wir haben 7 Farben, die ihr beim SES wählen könnt. Wir haben das Campo Volo Grau und das gibt es auch nur für den SES. Finden viele cool. Wir haben auch einen anderen Fiat 500 Abarth getroffen. Also einen anderen Fahrer, der den Vorgänger hat. Der hat ihn in weiß, wie ich persönlich ihn schön finde, oder in dunkelblau, also es gibt sehr viele schöne Farben, aber er hat gesagt, die Farbe sieht richtig geil aus, würde er sofort tauschen. Also die Farbe findet Anklang. Wir haben hier auch nicht verchromte Türgriffe, sondern so auch in diesem Anthrazit-Look und dann steht hier natürlich nochmal so ein 70-Jahre-Badge, dass man auch gleich weiß, 70 Jahre gibt es jetzt Abarth. Und das haben sie schön gemacht, sieht gut aus und drunter steht natürlich nochmal 595. Ja, ich glaube, wir haben euch schon mal alles hier an der Seite gesagt. 2 Sachen kann ich aber noch sagen. Optional gäbe es auch noch ein Schiebedach für den Abarth 595. Das haben wir jetzt hier nicht, aber das könnt ihr natürlich trotzdem dazu wählen. Und wer sich jetzt fragt, an der Seite sieht man das ja immer ganz gut. Hier ist doch immer eine Antenne gewesen. Die ist natürlich Serie. Wenn ihr aber jetzt optional das so bucht, dass es in die hintere Scheibe auf der anderen Seite wandert, dann entfällt die dann oben und es sieht halt noch mal ein bisschen besser aus. Und da ist dann auch noch mal so eine Plakette drauf. Details kommen. Wer also noch mal das i-Pünktelchen an Design möchte, noch ein bisschen Wert drauf legt, macht es so. Und auch am Heck gibt es Dinge zu erzählen. Ich will gar nicht groß aufs Vor-Facelift eingehen, aber was natürlich prägnant raussticht, sind zum Beispiel hier die Rückleuchten. Die sind noch mal vom Design anders und wir haben hier in der Mitte dann nochmal so ein farblich abgesetztes Detail, was auch nochmal die gleiche Farbe aufgreift, wie das Fahrzeug hat. Fällt bei einem roten natürlich nicht so auf, da denkt man, okay, die Rückleuchte ist geschlossen, aber bei allen anderen Farben wie diese oder gelb oder blau fällt es natürlich aus und finde ich auch ganz cool gelöst. Wir haben hier auch nochmal einen Spoiler, der natürlich nicht nur aerodynamische Gründe hat, sondern auch sportlicher aussieht. Das Abarth-Logo und auch das ist wieder in Anthrazit gehalten, sieht wirklich schön aus, der Schriftzug 595 SES. Und was ich toll finde, wenn man jetzt die normalen hat, dann muss man auch ein bisschen unterscheiden. Aber die meisten 595, so wie ich es im Konfigurator gesehen habe, auch die 70 Jahre Edition, die haben einen doppelflutigen Auspuffrohr. Also da 2 Rohre und da 2. Das heißt insgesamt 4. Die sind aber vom Durchmesser viel kleiner wie jetzt zum Beispiel die. Und beim SES hat man halt eben diese 2 großen Auspuffanlagen. Links ein großes Rohr und rechts ein großes Rohr und die Auspuffanlage ist von Akrapovic und die hört sich wirklich sehr gut an für diesen Motor. Also für einen 1,4 Liter ist das wirklich Wahnsinn, was sie da rausgeholt haben mit den Richtlinien, die es halt heutzutage auch gibt, OPF und so weiter. Also ja, werdet ihr nachher auf jeden Fall zu hören kriegen. Es gibt auch ein extra Soundvideo über dieses oder von diesem Fahrzeug und nee. Das hört sich wirklich gut an, gerade auch wenn man hoch beschleunigt. Also ich meine, die maximale Leistung liegt ja sowieso bei 3000 bis 4000 Umdrehungen an. Und auch genau da ist auch der Sound dann am schönsten. Aber das werden wir dann beim Fahreindruck auch nochmal ansprechen und auch ein bisschen euch zeigen. Und wie gesagt, ihr werdet auch nochmal den Sound auf die Ohren kriegen. Eine Sache müssen wir aber hier noch natürlich ansprechen. Es sind 185 Liter Kofferraumvolumen. Hier liegen jetzt unsere Jacken drin, die brauchen wir bei dem schönen Wetter nicht. Und noch ein bisschen Kameraequipment. Man kann die hintere Sitzbank auch umklappen, dann gehen 550 Liter hier in den 500er Fiat. Das heißt, dann kann man doch auch mal ein bisschen mehr reinladen. Aber der Kofferraum hier reicht für den Einkauf am Wochenende aus. Wenn es dann mehr sein soll, klappt man einfach die hintere Sitzbank um. Wir sprechen über Motoren und in dem Fall ist es relativ gut zum Auswendiglernen. Es gibt keine Dieselmotoren, logischerweise. Sondern nur Benziner. Beim normalen 595, also beim Einstiegs Abarth, geht es los mit 145 PS. Gleich bei den höheren Ausstattungslinien Pista und Turismo sind es 165 PS und ab Competizione oder wie man es auch aussprechen mag, sind es dann 180 PS.
dann ändert sich es auch nicht mehr. Das heißt, der SRS hat auch 180 PS und auch die 70 Jahre Edition hat 180 PS. Wir haben also drei Ausbaustufen von diesem Motor. Unser Motor, also der 180 PSler, beschleunigt in 6,7 Sekunden auf 100, handgerissen, 5 Gang. Gibt es aber auch noch optionalen Automatikgetriebe, 5 Gang. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Eine Sache, wenn wir jetzt den Motor aufhaben, erwähne ich sonst nie, aber in dem Fall ist es mal was anderes. Und zwar haben wir zwei Behälter, wo wir Wischwasser reinfüllen. Jetzt würde man denken, okay, ist eins für vorne, eins für hinten. Das hat es ja früher auch mal gegeben. Ist aber, habe ich mir von einem Abarth-Fahrer sagen lassen, so, eins ist eben für die Scheibenwischer, vorne und hinten, und eins ist für die, wenn man es optional hat, also die Xenon-Scheinwerfer, dann hat man das auch gleich dazu, die Scheinwerferreinigungsanlage. Dafür ist auch ein Behälter, nur damit man das mal gesagt hat. Und eine Sache finde ich noch erwähnenswert, ist nichts Technisches, sondern einfach nur ein lobender Designeffekt. Diese rote Abdeckung mit dem Skorpion finde ich persönlich sehr attraktiv. Ein sehr hübsches und ich denke mal auch nicht ganz billiges, könnte man natürlich auch viel billiger herstellen, Detail, was man vielleicht nicht gleich sieht, versteckt sich, wenn man was zum Verbrauch euch sagen möchte, und zwar unter dem Tankdeckel. Jetzt könnte man dann natürlich, wenn man Abarth ist, einfach einen schwarzen Kunststoffverschluss dran machen, aber nein, es ist ein alugefräster Verschluss, der sehr, sehr schön aussieht. Mit dem Abarth-Logo, also der gefällt mir wirklich sehr gut. Wir möchten euch natürlich trotzdem was über den Verbrauch sagen. Mit 6,8 Litern ist er kombiniert angegeben. 171 Gramm CO2 stößt auf dem Kilometer aus und Euro 6D Temp zertifiziert ist er auch. Ich sag mal, wenn ihr den selbst im Sportmodus, also ich bin ihn sehr oft im Sportmodus gefahren, wenn ihr im Sportmodus fahrt, einfach in eurem Alltag, dann pendelt ihr einfach zwischen 7,1 und 8 bis 8,9, sowas. Also in diesem Bereich, das ist ein sehr großer Bereich, den ich euch jetzt da ausgewählt habe, aber je nach Fahrweise einfach 7,1 bis 8,9. Ich denke, da seid ihr dann auf jeden Fall in dem Bereich drin. Drüber solltet ihr nicht kommen, wenn ihr es nicht gerade komplett übertreibt. Wir starten mit dem Innenraum wie immer am Sitz. Wir haben hier einen Schalensitz von Sabbelt. Und auch da steht nochmal Abarth 70 drauf. Und das ist ein wirklich richtig guter Sitz. Also kann man gar nicht anders sagen. Hinten ist er auch nochmal Carbon verschalt. Das sieht auch sehr gut aus. Die Details kommen da jeweils. Und warum ist es ein richtig guter Sitz? Einmal, weil wir richtig guten Seitenhalt haben, wenn man es eben sportlich angehen lässt. Auch hier. Aber man sitzt auch wirklich komfortabel drin. Ja, also das ist ein wirklich cooler Sitz und er sieht halt auch vom Design cool aus. Ja? Also das halt auch noch. Es gibt also nichts, was man an diesem Sitz bemängeln könnte, bis auf, dass er halt keine Sitzheizung dann hat. Das hat mir jetzt gerade, wenn es doch mal noch früher morgen kalt war, gefehlt. Aber ansonsten gibt es an diesem Sitz rein gar nichts zu meckern. Und jetzt komme ich auch schon wieder zu euch, um euch den restlichen Innenraum zu zeigen. Lass mich hier so schön reingleiten. Und ja, wir starten normalerweise mit den Materialien. Dazu lässt sich sagen, die sind wie beim normalen 500er Fiat. Wir haben überall Hartkunststoff, aber trotzdem hat Abarth diesen Innenraum aufgewertet. Mit Carbon-Applikationen, zum Beispiel hier am Lenkrad, die serienmäßig mit dabei sind. Hier unten, hier und auch oben bei der 12 Uhr Markierung. Und wir haben auch Alcantara, zum Beispiel hier am Lenkrad und auch hier unten. Sowie dieses Teil hier. Also man merkt, das hier aufgewertet wurde. Dann haben wir natürlich trotzdem noch eine Armauflage, von dem her, das passt soweit. Was wir vielleicht, wenn wir bei den Materialien noch sind, gleich mal erwähnen, obwohl ich ja nachher sowieso drauf zu sprechen komme, ist der Schaltknüppel. Der ist aus echtem Alu, denn man könnte ja meinen, es ist auch nur Plastik, aber es ist echter Alu, weil der wird, wenn es Minusgrade hat und der steht über die ganze Nacht draußen, dann wird der richtig, richtig kalt. Und also ich denke mal, das Gleiche passiert dann halt auch im Sommer, dass wenn da die Sonne reinbrezelt, der auch richtig, richtig warm wird. Und dann kann man ihn nicht lang anfassen. Das ist so ein kleiner Nachteil, aber es sieht natürlich trotzdem
cool aus und wirkt dadurch auch viel hochwertiger. Ich mache jetzt mal die Zündung an, wenn ich den Schlüssel bei mir habe. Ich habe den Schlüssel bei mir, der sieht übrigens auch cool aus. Ich werde den mal kurz mal zeigen. Das ist also der Schlüssel. Sieht, natürlich ist die Form gleich wie beim normalen Fiat, aber sie haben ihn nochmal verschönert. Dann können wir auch gleich über den Fiat, oder ich sage immer Fiat, über den Abarth hier sprechen. Zum Infotainment-System kommen wir später, da schwenken wir die Kamera nochmal um. Wir haben hier ein digitales Cockpit, auch in runder Form. Und da können wir sich auch verschiedene Dinge anzeigen lassen. Navigation zum Beispiel oder auch Multimedia kann man sich da anzeigen lassen. Aber auch verschiedene Trips. Wir haben zwei Trips, Trip A und Trip B, wo man sich dann jeweils anzeigen lassen kann. Ja, Durchschnitts-KMH, Durchschnittsverbrauch und wie viel bin ich gefahren. Wir haben den jetzt nicht von den Vorbesitzern genullt und auch nicht bei uns. Sprich, die Verbrauchswerte von uns stimmen da nicht überein. Wir haben jetzt hier beim Trip A zum Beispiel einen Durchschnittswert von 9 Litern, Durchschnittsgeschwindigkeit 56 km/h und gefahren wurde 221 km/h. Also Trip B wurde nicht genullt, Trip A habe ich mal genullt zum einfach mal schauen, aber wir fahren halt auch sehr oft Kurzstrecke und wenn wir dann zusammenfahren, dann filmen wir natürlich auch gleich und da soll es ja auch ein bisschen was mit Sound sein, also der Verbrauchswert kann so nicht gerechtfertigt sein. Aber ich habe es euch ja gesagt, wo ich den Verbrauch sehe. Ich bin auch mal eine Verbrauchsfahrt gefahren und das ist schon realistisch. Jetzt schwenken wir die Kamera um aufs Infotainment-System, auf unser U-Connect von Fiat und Jeep und dann zeigen wir euch das. So, dann gehen wir aufs Infotainment-System ein. Das ist natürlich ein Touch-Bildschirm. Apple CarPlay sowie Android Auto sind natürlich auch verknüpfbar hier in dem Fahrzeug. Das geht. Wir haben trotzdem noch zwei Drehregler. Das finde ich immer sehr gut. Einmal für die Lautstärke und einmal zum Scrollen oder auch zum Radiosender suchen. Dann geht es einfach ein bisschen schneller. Ist sehr schön gemacht. Was mir auch gut gefällt, über das Design kann man streiten, aber was ich grundsätzlich cool finde, ist, dass man, egal in welchem Reiter man hier unten ist, sich die Navigationskarte herholen kann. Ihr seht, wir sind jetzt gerade im Radio drin. Da kann man natürlich auch nochmal wählen zwischen dem normalen Radio und DAB. Kann mir aber jetzt hier auch die Navikarte herholen. Dann habe ich also beides im Blick. Zugegebenermaßen ist es natürlich jetzt nicht sehr groß, aber trotzdem hat man alles in einem Blick. Und jetzt werden wir einfach mal durchscrollen. Dann gehen wir natürlich noch hier in die Medien, das gibt es natürlich auch. Da kann man dann wählen zwischen, jetzt will er natürlich hier verbinden, da kann man sein Handy natürlich einmal verbinden oder über USB-Stick kann man da dann seine Musik hören. Bei Navigation sehen wir dann die Karte dann auch mal in groß. Da gibt es verschiedene Ansichtsweisen. Man kann es 3D machen, 2D. Man kann aber auch sagen, komm, ich möchte, dass der Pfeil immer in Fahrtrichtung angezeigt wird. Er wird jetzt hier, sieht das Ganze ein bisschen leer aus, weil wir hier im Feld drehen, damit wir ein bisschen in Ruhe sind. Ihr habt ja auch die schöne Aussicht schon gesehen. Aber wenn man so ein bisschen rauszoomt, dann merkt man den Sinn davon. So fahre ich eigentlich am liebsten, dass der Pfeil dann eben immer in Fahrtrichtung ist. U-Connect, da kann man also sich verschiedene Apps draufladen und auch eben das Smartphone verbinden. Telefon ist auch, denke ich, klar. Und dann können wir hier noch einmal auf Trip gehen. Da werden dann nochmal die Trip A und Trip B angezeigt. Man kann sich aber auch die Reichweite da anzeigen lassen. Und dann gehen wir noch einmal auf die Einstellungen, damit ihr auch das einmal gesehen habt. Da werde ich nur einmal durchscrollen. Das kann man einstellen, dann eben auch das. Und noch einmal das. Ich denke, das war es, glaube ich, auch schon. Nein, noch eins weiter. Das war's. Ambientebeleuchtung zeigen wir euch ansonsten immer. Das können wir jetzt hier nicht, weil der Fiat 500 und auch der Abarth 500 oder 595 hat keine Ambientebeleuchtung. Wir gehen gleich ein bisschen weiter runter und da haben wir dann auch schon wieder einen Bestandteil des Carbon-Paket ist, wenn man es hätte. Genau, wenn man nämlich das Carbon-Paket hätte, dann würde das in Carbon sein, was bei uns jetzt Anthrazit ist. Diese Zierleiste, die sieht natürlich in Anthrazit auch sehr schön aus, auch nochmal mit dem 500er Logo, aber in Carbon fände ich es halt nochmal ein bisschen sportlicher, was zu dem Fahrzeug natürlich gut passt. Was auch noch ein bisschen an die Historie erinnert und wirklich cool ist, sind diese Knöpfe hier, auch der Warnblinker schön mittig. Hier haben wir dann die Spaßtaste, da geht es dann in den Sportmodus, wird später interessant. Weit unten haben wir dann auch noch ein paar Tasten, da geht es dann um die Klimaanlage. Da kann man natürlich dann auch nochmal die Regulierung einstellen, aber auch alles auf automatisch lassen. Hier haben wir noch eine Taste, TTC. Ich werde euch kurz erwähnen, um was es bei dieser Taste geht. Und zwar
steht das für Torque Transfer Control. Und wenn man die aktiviert, greift das ESP später ein. Das heißt, man kann in der Kurve Vollgas geben, ohne dass die Elektronik die Motorleistung drosselt. Das ASR wird dadurch inaktiv und für den Fall, dass man die Kurve dann eben schneller nimmt, dann wird das Kurveninnere Rad oder ja, in dem Fall, wenn man die Kurve schneller nimmt und das Kurveninnere Rad Haftung verlieren sollte, wird das dann abgebremst und die Leistung auf das äußere Rad gebracht. Und das kann eben unter Steuern vermindern. Und das Ganze funktioniert auch gut und bietet halt eben noch mal ein bisschen mehr Sportlichkeit. Dann, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, aber das ist wirklich dann auch so, wenn man es länger hat und das hatten wir jetzt, das Fahrzeug, dann hat man sich daran gewöhnt. Aber die Fensterheber, also die elektrischen, zum das Fenster hoch und runter fahren, sind jetzt hier in der Mitte und nicht an der Tür. Und ich hätte gern mein dummes Gesicht gefilmt, als ich das Fahrzeug entgegengenommen habe. Es war ein sehr warmer Tag und ich habe die Tür abgesucht und dachte, es gibt's doch nicht, dass da kein Fensterregler ist. Ich wusste das nicht, muss ich wirklich zugeben, und habe es dann halt hier in der Mitte gefunden. Und ich habe auch wirklich die ersten 3 Tage immer an die Tür gefasst und habe mich dann geärgert. Aber nach 3 Tagen hat man das dann intus und dann hat man sich auch wirklich dran gewöhnt. Wahrscheinlich bei den nächsten Fahrzeugen greife ich dann erst wieder in die Mitte, bevor ich an die Tür fasse. Dann haben wir hier in dem Schaltknauf, wie gesagt, optional gäbe es auch ein Automatikgetriebe. Und dann ganz weiter unten haben wir dann auch nochmal einen USB-Anschluss, 2 Cupholder und natürlich den 12-Volt-Anschluss. Und auch nochmal ein kleines Ablagefach und dann noch eine manuelle Handbremse, also keine elektronische, was aber in dem Fall super ist. Und auch hinten, also wenn, das ist dann für die hinteren Passagiere, haben wir nochmal 2 Cupholder, damit auch die hinteren Passagiere da etwas platzieren können. Wir gehen aufs Platzangebot ein. Ich sitze hier wirklich bequem. Wenn man noch etwas breiter ist wie ich, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp vom Seitenhalt. Dann wird es vielleicht unbequem, aber ich sitze hier wirklich sehr gut. Habe auch noch genügend Kopffreiheit. Passt noch eine Faust dazwischen. Mit dem Panoramadach wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber auch da könntet ihr noch größer sein. Es ist einfach ein Kleinwagen, ganz klar. Aber ich habe trotzdem genügend Platz auch noch zur Tür. Ich habe hier keine Armauflage. Es ist halt alles ein bisschen beengter. Aber was wichtig ist, ist die Kopffreiheit und die ist gegeben. Dann beginnen wir mit dem Fahreindruck. Wir werden jetzt, das ist nur so ein bisschen Serpentinenstrecke, erstmal im Komfortmodus fahren und allgemeine Dinge besprechen und dann drehe ich um, gehe in den Sportmodus und betätige noch die TTC-Taste. Fangen wir gleich mit der Rundumsicht an. Die ist natürlich für so einen kleinen Flitzer auch wirklich gut. Wir sehen überall gut raus. Ich sehe die Motorhaube zwar nicht, aber es ist ja ein kleiner Flitzer, man kann es sehr gut abschätzen. Hinten habe ich die Möglichkeit, Parksensoren dazu zu bestellen. Die haben wir jetzt auch an Bord. Das hilft gerade, wenn man dann eben rückwärts einparken muss und man das dann nicht so gut abschätzen kann. Ansonsten, die Schaltvorgänge sind sehr gut. Es sind sehr kurze Wege. Man kann es natürlich auch mal sportlich angehen lassen, vielmehr dann aber auch im sportlichen Modus. Es sind 5 Gänge, man muss also aufpassen, weil der 6. ist dann der Rückwärtsgang. Aber wenn man das dann mal verinnerlicht hat, ist auch das kein Problem. Wir haben noch so eine Ladedruckanzeige, die mir dann auch immer beim Fahren noch den Ladedruck anzeigt. Das ist so ein kleines witziges Gimmick, was ich cool finde. Und die Bedienbarkeit von dem digitalen Tacho sowie auch von dem Infotainment-System ist während der Fahrt gut möglich. Jetzt werden wir hier gleich umdrehen. Ich denke, beim Abarth ist es halt auch einfach wichtig, wie fährt er sich sportlich. Und ja, wenn ich jetzt gleich die Sporttaste drücke, dann hört man auch gleich, dass er ein wenig lauter wird. Die Lenkung wird noch mal ein bisschen schwerer und direkter. Und man merkt also direkt, dass wir im Sportmodus sind. Ich drücke die Taste mal. Hinten kommt dann eben gleich noch ein bisschen mehr Sound raus, auch gerade im Stand. Wir werden euch aber auch, wie gesagt, ein extra Soundvideo mitbringen. Denn ich finde es phänomenal, was die hier aus diesem Fahrzeug rausgeholt haben. Und gerade bei den höheren Drehzahlen, also bei 3000, und ich gehe dann vom Gas, dann hört man eben dieses rausrotzen.
was sehr viel Spaß mit sich bringt. Die Bremsen, die Brembo-Bremsen sind sehr gut, also die packen gut an, wenn ich hier in der Kurve bin und kann dann aber durch diese Verschärfung des Torque Vectoring kann ich dann hier auch sehr gut in die Kurven reinfahren. Wieder schön abbremsen hier in den Kurven, sehr schöne Schaltvorgänge, sehr schön kurz und kann dann hier im Kurvenausgang auch schon wieder sehr gut Gas geben. Wir fahren jetzt 70. Ja, der Sound ist sehr prägnant. Das hört sich wirklich gut an. Und schon ist man wieder bei 120, also das geht wirklich sehr schnell und macht halt gerade auf so einer Straße sehr viel Spaß. Kurven macht er sehr gut. Und ebenso Landstraßen, das ist sein Gebiet, wo er wirklich richtig Spaß macht. Und es gibt ja auch, also er ist ja eigentlich konkurrenzlos. Ich meine, man kann ihn so ein bisschen vielleicht mit dem Mini Cooper S oder John Cooper Works vergleichen, aber der ist schon wieder ein bisschen größer. Ja, also so einen richtigen Konkurrenten fällt mir nicht ein. Vielleicht verkauft er sich auch deswegen so gut. Und wenn ich dann eben nochmal runterschalte, gehe dann nochmal vom Gas. Ich weiß nicht, ob man es hier drinnen so gut hört durch die Kamera, aber dann rotzt er nochmal raus, wenn ich dann vom Gas gehe. Also das macht schon wirklich Spaß. Was ich so ein bisschen, aber nur so ein ganz kleines bisschen schade finde, es ist keine Angeber-Auspuffanlage. Im ersten Gang hört die sich richtig knackig an. Da kann man also auch mal sportlich vom Parkplatz fahren, die Leute hören, was ist da dann los. Aber wenn man dann in den zweiten geht, verstummt sie. Erst wenn man dann wirklich bei 3.500 Touren ist, kommt die dann bei dem zweiten Gang wieder zu hören. Und da ist man dann aber dann meistens schon wieder bei 50 oder sogar eher 60 km/h, was man in der Stadt halt einfach nicht bringen kann. Von dem her kann man eben nur im unteren Drehzahlbereich bzw. im unteren Gang, im ersten Gang ein bisschen angeben. Ansonsten ist es erst wieder groß im dritten und vierten Gang zu hören, aber da ist man dann sowieso außerhalb von der Ortschaft. Wir werden jetzt gleich hier nochmal rausfahren, um auch natürlich einmal 0 auf 100 zu machen. Das darf bei so einem Fahrzeug nicht fehlen. Und ja, wenn das Ortsschild gekommen ist, werden wir einmal kurz anhalten, weil hinter uns ist einer. Wir wollen ja auch andere Verkehrsteilnehmer nicht benachteiligen. Ich blinke einmal rechts, dann kann der uns nämlich schön überholen. Das macht er auch. Wir sind noch im Sportmodus. Ich gehe in den ersten Gang. Blinker ist wieder aus und dann können wir einmal loslegen. Jawohl. 40, 50, 70, 80 und die 100 stehen im dritten Gang. Wenn man wirklich bis zu 6.500 Touren dreht, kann man die 100 auch knapp mit dem zweiten Gang schalten. Aber das tut mir dann im Herzen weh, aber theoretisch möglich ist es und der Motor schafft das auch. Man muss also keine Angst haben, dass er dann rausfliegt. Aber ich bin dann meistens nochmal vorher in den dritten Gang gegangen. Und der macht halt wirklich Spaß und ist auch wirklich zackig. Also es fühlt sich eigentlich schneller an wie 6,7 Sekunden. Und ja, er ist auch schön direkt. Also die Lenkung spielt auch gut mit, ist schön dynamisch und das Fahrwerk lässt einen auch alles sehr spüren. Es ist einfach ein cooler, kleiner, sportlicher Flitzer und er macht einfach Laune. Dazu die schöne Optik, wo man sich schön individualisieren kann. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Also ich würde auf jeden Fall, obwohl ich ja ein Schaltverachter bin, also ich möchte ja eigentlich immer ein Automatikgetriebe im Auto haben, sage ich, bei diesem Fahrzeug solltet ihr wirklich den Schalter nehmen. Es ist einfach viel mehr Freude mit dem Fahrzeug und man kann halt einfach noch mal ein bisschen emotionaler damit umgehen, wie jetzt mit dem Automatikgetriebe. Also in dem Fall würde ich euch tatsächlich das Schaltgetriebe empfehlen und das Carbon-Paket, dann sieht der Flitzer wirklich super aus. Wir haben hier noch eine Beats-Anlage, das heißt, man kann sich entscheiden, Akrapovic-Anlage oder Beats-Anlage. Möchte ich eher Innensound oder höre ich draußen den Sound? Und somit haben wir einen perfekten Mix. Und das war's vom Fahreindruck von unserem Abarth 595, der wirklich Spaß gemacht hat. Und ja, schreibt's mal drunter, wenn euch noch irgendwas zum Fahreindruck gefehlt hat, dann beantworten wir es. Ansonsten gehen wir jetzt ins Fazit, sprechen nochmal kurz über den 595 und vielleicht auch ein bisschen über Preise. Was kostet der Hobel? Und ja, dann könnt ihr alles drunter schreiben, was wir vielleicht vergessen haben oder ihr nochmal eine Frage habt. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Video über den Abarth 595.
in der Ausstattungslinie Esse Esse. Es war eigentlich genau so, wie ich es erwartet habe. Es macht jede Menge Spaß, gerade auch mit der Auspuffanlage. Man kann unheimlich gut über die Landstraßen fegen. Er ist ein guter Kurvenräuber, auch gerade eben mit diesem, ja, mit dieser Taste, die man betätigen kann, dass man das ESP noch mal ein bisschen verschärfen kann. Also das macht unheimlich viel Spaß. Auf der Autobahn, ja, 225 ist die Höchstgeschwindigkeit. Ich bin auch mal 200 damit gefahren. Da macht es allerdings, das ist, man kann es mal machen, aber man fühlt sich irgendwie unsicher. Jetzt nicht wegen Fiat oder wegen Abarth, sondern einfach anhand der Größe. Da wird einem dann doch nochmal bewusst, wenn es jetzt kleppert, dann ordentlich. Aber ja, wenn man mit 200 mit einem anderen Auto, mit einer S-Klasse irgendwo drauf fährt, ist man auch tot, ganz klar. Aber irgendwie wird es einem da so ein bisschen bewusster. Aber das schafft er trotzdem auch, 225. Wenn man jetzt mal ein bisschen auf der Autobahn sein möchte und man fährt 180 und gibt nochmal Gas, dann dauert es aber einen Moment, bis er dann hält, eben hochwandert auf die 225. Für mich ist es einfach ein cooles Startauto, man findet sofort einen Parkplatz, er hat sehr viel Sound, man kann über Landstraßen räubern. Es ist also ein wirklich geiler Sportler. Ja? Und das in dem Kleinwagenbereich mit dem Motor, mit dem Sound, mit den Individualisierungsmöglichkeiten, die man hat, haben sie da wirklich ein sehr cooles Design hingestellt und auch ein sehr schönes Auto, was sich auch extrem gut verkauft. Wenn man mit den Händlern hier im Umkreis spricht, die solche Fahrzeuge verkaufen, also Fiat-Händler, die sagen, Abarth 595, das läuft einfach wie geschnitten Brot. Ich kann das einerseits auch wirklich sehr gut verstehen, wundere mich da allerdings auch ein bisschen, weil die schon nicht ganz billig sind. Abarth hat uns da so eine schöne Liste mitgegeben, was der jetzt kostet, der Testwagen, und selbst die Preise stimmen schon gar nicht mehr so, denn da ist noch der Basispreis von 24 irgendwas aufgelistet und mit den Optionen, die wir dann haben, kostet er 29. Jetzt ist es mittlerweile so, dass der SES laut Konfigurator bei 29 und grad erst startet. Dann haben wir jetzt hier noch aber einige Pakete mit dazu gebucht, wie zum Beispiel das Urban-Paket und so weiter. Wir haben eben auch diese Antenne weg und so ein paar Spielereien haben wir ja noch dazu gebucht und nachher kostet dieses Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, 32.000. So wie ich es mir aber konfigurieren würde mit Carbon-Paket und mit dem Panoramadach und so weiter, würde es aber schlappe 35.000 Euro kosten. Was ich persönlich schon eine Stange Geld finde für so ein Fahrzeug, aber man kriegt halt auch ja, einen wirklich sehr coolen Flitzer. Also das ist halt auch so und die Verkaufszahlen sprechen für sich. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr zu diesem Fahrzeug sagt. Gefällt euch der? Kommt der überhaupt nicht für euch in Frage? Und was werdet ihr da bereit für auszugeben? Und jetzt keine unterirdischen Kommentare mit, für den würde ich keine 2 Euro ausgeben, das möchten wir jetzt hier nicht, sondern einfach mal eure Meinung zu diesem schönen Fahrzeug und was ihr dazu denkt, designtechnisch und ob das was für euch wäre. Das war's von unserem Video mit dem 595 aus dem schönen Schwarzwald. Wenn ihr uns abonniert, dann freut uns das natürlich. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr es auch nicht mehr, wenn wir ein neues Video hochladen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.